Okay, dann auf ins Vergnügen. Ja, ich mache jetzt ein bisschen auf Risiko. Mein Zustand ist zwar auf Warnung, aber ich habe kein Heilitem dabei. Ah, drauf geschissen. Das geht schon. Wir machen das schon. So, ja, was mich da noch interessieren würde, wäre dieser Wagenheber. Also, ja, der Hebel für den Wagenheber, für diese Bibliothek, damit man dann dort oben hinauf kann und für die Tresore. Hier gibt es nämlich ein Tresor und im Westbereich gibt's ja hier Büro Westseite, da gibt es nämlich auch ein Tresor. Ja, viele Rätsel und die Karte für die Waffenkammer. Und vor allem dann noch die zweite Taste für den Locker Room, für die Waffenkammer. Naja, wird sich schon finden. Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein rotes Hakel. Aha, okay. Alles klar. Also der hat seinen Sinn erfüllt. Na dann. Weg damit. Kunstraum. Ja, das Brett nehme ich mit. Was haben wir hier? Aha, so eine Kurbel. Ja, die Kurbel wird vielleicht auch für den Wagenheber funktionieren. So, Art Room, ja. Künstlerraum. Ah, ja. Artikel, der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, bla 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 bla. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Okay. Ja, alles klar, alles klar. Heureka! Na, wer sagt's denn? Weapons Locker Keycard. Yeah. Das geil. Okay, das heißt Shotgun, wir kommen. Sobald ich mich hier fertig umgesehen habe. Sag mal, mein lieber Leon, könntest du vielleicht die Taschenlampe rausholen, damit ich hier ein bisschen was sehe? Ah, ja, das ist die Statue von dem Foto. Alles klar. Ja, und auf dem Foto, ja, trägt er das Buch in seiner linken Hand. Das heißt, die Aufgabe ist ganz klar. Yep. Voilà. Zepter, der Stab der Weisen. Okay, und habe ich jetzt magische Kräfte? Kann ich mit den Blitze schleudern oder was? Ein kurzer Stab mit einem Juwel. Ach, wirklich?
mit einem Juwel. Das ist ja nice. Aha. Komm schon, dreh dich. Woo! Ein kostbar aussehender Edelstein. Ist jetzt die Frage, braucht man den für irgendein Rätsel oder... Ja, wahrscheinlich. Weil ich weiß noch, bei Resident Evil 5, da gab es so Juwelen und Diamanten. Und die konnte man dann praktisch für gutes Geld verkaufen. Mit denen man sich dann die Waffen upgraden konnte, aber das ist hier wohl anders. Okay, ja, Kunstraum hat's gebracht. Wow. Tja, der ist wohl hinüber. Ah, was haben wir hier? Schon wieder ein Kraut. Ja, ich überlege gerade. Gehen wir jetzt da weiter? Weil wir hätten jetzt die Waffenkarte. Ja, komm, geh mal weiter. Hey! Oh, Claire! Claire, mein Schätzchen, hier bin ich! Claire! Warte, ich bin gleich da! Okay. Ja, dein Prinz kommt gleich zu dir. Claire! Claire. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ja, ich auch. Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Oh, jetzt geht's mir gut, Stück. Wo ich dich sehe. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Kannst du ja mal nachsehen in meinen Taschen. Aber wie geht es dir? Ob ich da... Weißt du, ich schlag mich durch. Etwas drin habe für dich? Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ja. Ich bin sicher, wir finden ihn. Ja. Ich glaube, die Claire flirtet ein bisschen mit uns. Du weißt, was das heißt. Ja. So wie sie uns ansieht, hä? Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Ich sorge mich aber um dich. Er verschwinde hier. Jetzt! Los, hau ab! Hey, lass uns das durchstehen. Beide hier. Ja. Ja, mein Püppchen. Wie stehen das durch? Marvin, ich hab hier ein Problem. Marvin, wir haben hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, ja, hören Sie mich? Marvin! Verdammt! Ah. Schneidewerkzeug. Das ist ja praktisch. Da oben brennt alles. Okay. Aha. Alles klar. Okay, es gab noch zwei andere Türen mit einer Kette, die können wir jetzt alle öffnen. Das ist nice. Ah ja, hier geht's hier rein. Okay. Ah, der Hammer ist auch noch da drin. Schneid da gleich deinen Haxen ab. Ja. Ich bin ein Chirurge vom Feinsten. Und weg sind die Füße.
Na, ist das schön? Habe ich den schön chirurgiert? Erstklassig, oder? Ach so, hier könnte ich. Ja, ich habe eh zwei dabei. Machen wir das zu, dass nicht noch mehr von denen da reinkommen. Ah, ja, ja, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Da, 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 da. Okay, jetzt müssten wir eigentlich da hineinkommen. Sehr schön. Weg damit. Wo, 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 wo? Nein, nicht mit mir. Wenn ich schon dabei habe. Was hast du für mich? Da war doch einer. Ja, ja, dort. Blendgranate. Bedeutet Gegner im Wirkungsbereich sicher. Bereithalten, werfen. Kann zum Konter auch verwendet werden mit L1. Okay. Kann zum Konter verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde, aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Ich weiß auch warum. Weil es ihm dann nämlich direkt ins Maul stopft. Das habe ich nämlich in der Resident Evil Anleitung gelesen. Wie man eine Blendgranate einen Zombie ins Maul stopft. Dafür gibt es sogar eine Trophäe. Ah ja, alles klar. Komm her, mein Freund. Der von hinten, dass er mich wieder anfällt und mein Bein anknabbert. Oh, ich bin so ein geiler Schnipsler. Wieder zwei Beine abgetrennt. So. Ich hoffe mal, er bleibt am Boden liegen. So, was gibt's denn hier? Schießpulver. Platz wird schon wieder knapp. Ah ja, deswegen war die Tür blockiert. Elektroteil. Ah ja, das kann man dann dort einsetzen. Wunderbar. Naja, Leute, läuft ziemlich gut. Ein Kraut gibt's ja auch noch. Und ich habe schon wieder keinen fucking Platz. Ja, ich könnte die zwei grünen gleich miteinander kombinieren. Ja, was anderes bleibt mir eh nicht über. Oder ich lasse einfach derweil da liegen, werde dann ein bisschen was wieder verstauen und komm dann nochmal zurück. Alter, flash mich nicht. Und komm dann nochmal zurück und hol mir das. Ah, was gibt's hier? Was gibt's hier? Runder Griff. Alter, willst du mich verarschen? Ich will aber nichts ablegen. What the fuck? Gut, holen wir uns nachher. Okay. Okay, 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 pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir öffnen die Tür. Gehen hier hin, verstauen in der Inventarbox das Zeug und dann kommen wir mal daher. Na, wo willst du denn hin? Schau. Schau, wie nett ich bin. Ich gebe ihm eine Chance. Da kommt noch einer. Oh, da kommen zwei.
Ich hoffe, der ist einmal erledigt. Die Tussi lebt noch. So, jetzt ist aber Schluss. Ah, Ruhe ist da. So, ich sehe mich da noch ganz kurz um. Vielleicht gibt es da ja auch wieder was. Ja, ich weiß eh, da waren wir schon. Aber es könnte ja sein. Ah, jetzt verliere ich den Überblick. So, ja, hier gibt es den Presseraum. Und die geilen Toiletten. Okay, na gut. Na bitte, durchgestanden. Mit halber Gesundheit. So. Gut. Ja, das dritte Emblem haben wir zwar noch immer nicht. Ah, endlich. Ja, gut, die lasse ich. Ja, keine Ahnung, ob man den dann für irgendwas braucht. Was habe ich denn da jetzt schon? Warte mal, ich möchte das sortieren. Genau. 4x Schießpulver. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ist immer so bei mir. Ich sammle wie ein Vollidiot alles ein. Und benutze es aber nie. Und dann am Ende des Spiels habe ich, ja, 100 Heilkräuter und Unmengen von Munition über. Ja, so läuft das bei mir. Immer dasselbe. Alles klar, dann noch das Kraut von da hinten. Na bitte. So macht man das. Der einzige Nachteil, er läuft, glaube ich, ein bisschen langsamer, oder? Wenn er verletzt ist, ja, gell? Bei Gelb, bei Warnung, er läuft langsamer. Das ist schon ein bisschen ein Nachteil. So, Schießpulver, Gelb. Schießpulver, mit Schießpulver, Gelb, ergibt, glaube ich, Schrotmunition. Kombiniert mit Schießpulver, Flintmunition. Ja. Oder Magnum bei 2 gelben. Alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Okay. Ja. Locker. Waffenkammer. Komme ich da jetzt am schnellsten hin? Ah, hier. Naja, gibt's hier eigentlich? Ah! Da habe ich doch glatt was übersehen. Okay. Jawohl, Leute. Ja, nice. Nice. W870. Yeah. So, passend Schrotmunition auch gleich dazu. Okay. Ja, das ist eigentlich so ziemlich in jedem Spiel
in jedem Horror- oder Survival-Spiel ist das so die ziemlich die Anfangsschrotflinte. Okay, ich hätte gerne auf rechts, ja. Weil Schrotflinte habe ich standardmäßig immer auf rechts. So, ein bisschen Ordnung hier schaffen. Gut, dann hätte ich jetzt wirklich nur mehr gern die zweite Taste hier. So, 2F. What? What? Who is there? So, ich denk mal. Ja, habe ich richtig gedacht. Duschraum. Ah, aha, aha. Stars Büro. Mhm. Okay, Leute, bitte kurz Augen zu. Ich gehe mal kurz duschen, ja. Ich hätte gern etwas Privatsphäre. Oh, scheißkalt hier die Dusche. Oh, fuck. Nee. Nee, da verzichte ich. Ist mir zu kalt. Haben die kein Warmwasser in diesem Saftladen? Und das für eine abgefuckte Polizeistation. Da will man nur mal kurz eine Dusche nehmen. Tch. Ich sag's euch. So ein Saftladen. Ich sag's ja schon an der Tankstelle. Einfach umdrehen und weg von hier. Hello, my friend. Oh, ich lass dich mal. Wehe, du stehst drauf. Schießpulver. Und nichts. Das hat man ihm am liebsten. Nichts. Ah, der Kamerad sieht verdächtig aus. Ah, Women's Locker Room. Naja, und wieder mal sieht's bei den Damen schlimmer aus als bei den Herren. Sorry, sorry Damen, nichts gegen euch, aber ja. Müsst ihr schon zugeben. Hm. Ja, der schaut ein bisschen verdächtig aus, finde ich. Naja, okay, bevor mich die dann alle von hinten anfallen. Okay, der dürfte. Wer macht denn da so Geräusche? Ist das der Penner? Nein. Aber irgendwo. Irgendwo macht hier eine Tussi Geräusche. Ach du Schande! Meine Lieblinge. Hm, noch nicht genug? Ruhe jetzt. Alter. Stirb. Stirb. Oh, ein Licker. Ja, der hat mich jetzt ziemlich überrascht. Der hat mich ziemlich überrascht.
Ja, jetzt habe ich nichts zum Heilen dabei. Macht aber nichts. So, dann kann ich hier gleich wieder ein bisschen was ablegen. Na bitte. Ah ja, alles klar. Wie ist der Zustand des Messers? Hälfte noch. Nee, nicht dein Ernst, oder? So. Ja, die Kratzspuren hätten mir schon ein Hinweis sein können. Ah ja, da oben ist er. Ach du Kacke. Tja. Tja. Das. Lief nicht ganz nach Plan. Sie können eh nicht sehen, sie hören nur. Wirf! Okay. Ja. Er sollte erledigt sein. Na bitte, geht doch. Tja, ich wollte ja vorher auch schon die Blendgranate werfen. Aber leider. Ja, ja, kritisch. Gefahr. Lecker. Okay, dann schauen wir mal in den Stars Room. Ah, nice.
Batterie, okay. Ah, hier steht eine Kombination für einen Safe. Links 9, rechts 15, links 7. Vom Stars Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Ah, alles klar. Weiß ich schon, wo der ist. Okay, dann hätten wir mal diese Kombination. Ja, ich sag's ja, diese Licker sind böse Viecher. Ah, toll, schon wieder kein Platz. Mann, Mann, Mann. Schaut euch das an, wie der da herumhumpelt. Ah, erste Hilfe. Die könnte ich gebrauchen. Aber... ja, ablegen kann ich da jetzt da nichts. Muss ich dann... nachdem ich ein paar Sachen verstaut habe. Ah, cool, Dart. Kommt's, Leute, spiel mal eine Runde Dart. Viel mehr machen die Polizisten eh nicht. Die spielen den ganzen Tag Darts und fressen Donuts. Okay, sorry, falls jetzt irgendwer Polizist ist und einen Polizistenvater hat. Ist nur Spaß. Ah, was gibt's denn hier für eine geile Kammer? Oh, da gibt's sicher den urgeilen Shit. Aha, braucht man sicher eine CD oder sowas. Oder ich knack ihm auf. Oder ich schieb ihm das Juwel rein. Nee, geht auch nicht. Ja, war eh klar. Kontoauthentifizierung erforderlich. Dangle in USB-Anschluss stecken. Aha, aha, aha. Aha, aha. Oh, da gibt's sicher Rüstkammer. Ah, da ist die Lightning Hawk. Leck mich fett. Stöhn doch nicht so. Wir wissen, dass du Schmerzen hast, aber reiß dich zusammen. Okay, Leute. Ich, ja, ich geh nur... Was? Schon wieder diese verdammte Bitch. Wie oft willst du was von mir? Verträgst du keine Abweisung? Hä? Verstehst du kein Nein? Nix da. Los jetzt. Alter, jetzt reicht's mal mit dir. Du verdammte Schlampe. So. Das war eine Abfuhr, zu deiner Information. Versuch's nicht nochmal. Sonst schnippel ich vielleicht noch ein paar andere Teile von deinem Körper weg. So, okay. Bisschen Munition verballert. Okay, ich habe eh genug Schießpulver. So. Grünes Kraut. Das kombinieren wir gleich. Ja. Der Spray. Ja, stellt die Gesundheit auch komplett wieder her. Ein grünes, hochwertiges Gelb. 2, 3, 4, 5. Okay. Könnte ich zweimal Pistolenmunition und einmal Schrottmunition. Habe ich auch schon 10 in Reserve. Zweimal grünes Grot. Naja. Not bad, not bad. So.
So, jetzt speichere ich wieder über einen anderen Platz. Gut. Wieder einmal zurück. Und wenn die Schlampe jetzt wieder aufsteht, dann... Ja. Sie kann ja auch gar nicht mehr aufstehen. Sie hat doch keine fucking Beine mehr. Wieso steht die jedes Mal wieder? Das gibt's doch nicht. Wachsen ihr die nach oder was? So. Scott. Aha, Schmutzwäsche. So, dann. Wo gab's jetzt was? Ja, hier nicht. So, da ist der PC. Aha. Irgendwo. Hier, genau. Genau, eine Blendgranate. Erste Hilfe, Spray. Und Schießpulver gelb. Und war's das? Gab's da nicht noch was? Nee. Ein Kraut oder so gab's, glaube ich, aber das habe ich hier vorher schon. Wieder Schmutzwäsche. Ah ja ja, auf diesem Polizeirevier geht's zu. Ich sag's euch. Ja, 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 keine Ordnung. Ah ja, das ist versperrt. Leinenroom? Ah, Wäschekammer. Ah, na danke, da brauche ich nicht. Da will ich nicht rein. Diese dreckige Wäsche brauche ich mir nicht geben. Wieder hier. Okay. So, mal schauen. Nee, das geht natürlich nicht. Okay. Ah ja, wir können ja mal den einen Tresor knacken. Hey, mein Homie ist weg. Wo ist er? Er lebt noch. Achso, der liegt eh da. Achso. Ah, der rastet sich nur aus, dem geht schon gut.